So. Wurde geliefert. Das ist schön. Wir haben Arbeitslos. Wir haben aber auch Arbeitsplätze. Da müssen wir uns mal kurz drum kümmern. Da noch nicht. Da auf jeden Fall schon. Dann, was hatten wir noch? Ah, hier noch das Sammler. Aber gut. Es macht den Anschein, dass wir da auch gerade schon wieder ein bisschen hinterherkommen. Ich glaube, es lag ein bisschen auch am Unwetter tatsächlich. Mir auf jeden Fall schon mal zwei Häuser. Das ist doch sehr schön. Wir bauen hier gerade unsere neue Steinkirche mit der Apsis auf dem Strand. Auch cooles. Und dann kümmern wir uns ums Gutshaus. Nee, Quatsch. Um die Taverne. Aber um da erstmal hinzukommen, brauchen wir einiges. Wir brauchen hier das erstmal. Das Seitenschiff quasi von unserem Gutshaus. Die haben blockierte Wege. Und ich denke mir so, Leute. Where exactly is the problem? Sagt es mir einfach, vielleicht verstehe ich es dann. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt doch hier Häuser, es gibt doch hier Essen, es gibt doch hier Wasser, es ist doch alles da. Siedelt euch hier hin und findet den Weg dorthin. Wo ist das Problem? Ja, jetzt wie gesagt, for real, ich hoffe, dass hier jetzt genügend Leute teilnehmen können. So, wir haben die beiden Achievements dann und jetzt müssen wir uns hier um unsere ganze Marktstände kümmern. Das ist dringend notwendig, dringend was wir aufholen müssen. Wir haben hier nie irgendwas dekoriert und da wird es jetzt auf jeden Fall mal Zeit für. Wir klatschen hier mal so ein paar Fässer hin. Dann nehmen wir diese Sachen und hauen hier mal. Was wollen wir denn hier? Wenn wir hier so drei rote haben. Ah, nee, das stuck dann hier rein. Ich glaube, hier das stuck dann in die Fässer, aber es ist okay. Hier dann nochmal. Nee, hier kommen wir dann schon so einzeln, oder? An diesen Ort. Und hier kommen dann mal welche ohne Zelt hin. So, wir haben hier noch diese Sammlerhütte. Hier brauchen wir auf jeden Fall Arbeitskräfte und dann können wir weitermachen mit unseren Marktplätzen. Ich habe hier mal zu wenig Platz, glaube ich, gelassen für die Zelte und so. Das ist so ein kleines Problem. Aber ich glaube, das funktioniert hier. Ja, das sieht in Ordnung aus. Ja, doch. Es ist dicht, aber es ist gar nicht mal so schlecht, finde ich, dass es so dicht ist hier. Dann bauen wir auch hier mal so eine Bank hin. Quasi vors Haus. Hier auf jeden Fall dann das Schild für den Warenstand. Und das kommt, ich würde sagen, einmal hier hin. Und dann einmal noch dorthin. Sowas bräuchten wir hier bei dem Markt auf. Werden wir dann nochmal ein Schild für Lebensmittel hinklatschen. Ich glaube, einmal so eins. Und dann noch mal hier eins. Wenn wir schon mal dabei sind. Hier dann auch noch eins. So. Werde jetzt hier auf jeden Fall gut nochmal den Prunk erhöhen. Nice. Nehmen wir.
So, ich muss jetzt hier aber auch natürlich Ressourcen zuweisen. Fällt mir gerade wieder ein. Und hier nehmen wir auf jeden Fall Milch, Milch, Käse, Käse. Und hier aber auch. Hier nehmen wir Milch, Käse, Beeren, Brot. Würde ich mal sagen. Stand jetzt. Und hier bräuchten wir auf jeden Fall jetzt auch noch einen weiteren Lebensmittelstand, um auch unsere Milch zu verkaufen. Und ich glaube, dass ich so gerade eben dann auch noch genug Platz hätte hier. Und hier auch noch ein Schild hin. By the way, ich glaube, wir müssen hier auch irgendwo Waren verkaufen, weil hier verkaufen wir nur Lebensmittel, da verkaufen wir nur Lebensmittel. Habe ich hier noch Platz für Waren? Ein Warenstand. Was sind denn hier diese blauen Felder, diese Markierungen dort? Verstehe ich gerade nicht, aber ich glaube, hier kommt auch ein Warenstand hin und dann einmal einer nach. Nee, warte mal, das ist jetzt rot markiert. Jetzt nicht mehr. Okay. Dann kommt hier ein Warenstand hin. Sodele. Und haben wir hier noch irgendwo Platz? Ja, haben wir, weil dort kein Haus mehr scheinbar hinkommt. Dann können wir das auch eigentlich so als Wald belassen. Quasi. Und hier dann nochmal sagen, wir nehmen dort einen Warenstand und nehme hier dann nochmal ein bisschen Deko hin. Like that. Wir haben einen Neuankömmling. Wir haben aber auch gleich auf jeden Fall neue Marktstände, wo die dann hinkommen können. You know. Ist das Haus neu? Naja, also fängst du. Wo sind jetzt schon wieder. Ah, ist das immer noch. Das funktioniert das jetzt deswegen nicht? Doch, oder? Es produziert Ressourcen. Wir haben Käse gerade 66. Wir haben 144 Euro. Wir müssen jetzt aber auch tatsächlich gucken, dass wir Käse nicht ver also doch, ja, dass wir die Käse auf den Marktständen verkaufen. Wir haben tatsächlich gerade ein Holzproblem. I see. Ist das hier zu langsam? Bauen wir hier nochmal einen zweiten Holzfällerstand hin vielleicht. Und hier, weißt du, die Wege sind es einfach. Ja, wir bräuchten halt quasi nochmal einen zweiten Wald. Ich weiß noch nicht, wo ich den halt hinhaben möchte. So, wir haben bearbeiteten Marktplatz. Gut, gut, gut. Und wie gesagt, wir müssen jetzt aber auch Käse überhökern. Einmal direkt gegenüber von dem Seitenangang der Kirche. Wir haben auf jeden Fall da auch jetzt demnächst dann sehr viele neue Arbeitsplätze von Leuten, die Käse verkaufen. Und so. Achso, ja klar, hier. Das Ding dann auswählen und dann hier weiterer Warenstand kommt dann dorthin mit einem solchen Zelt. Oh, gucken wir mal, wie das aussieht. Werden wir dann sehen. So, Marktplätze, Marktplätze, Marktplätze. Wir haben also jetzt auch neue Jobs. Wir haben hier Kleidung definitiv. Wie ist es eigentlich bei der Kleidung? Es sieht immer noch gut aus, oder? Nee, doch, Kleidung ist eng. Aber wir haben Stoff und Wolle auf jeden Fall genug. Könnten hier noch eine zweite Schneiderei hinbauen. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Dann werden wir das hier einmal machen. Ach,
nervt doch nicht mit den blockierten Wegen. So. By the way, ich glaube, ich habe ein bisschen unsere Armee vergessen. Muss sein. Schaut fast so aus. Da müssen wir dann mal ein paar wieder schicken. Sieht auf jeden Fall jetzt auch schon mal hier deutlich stärker aus. Ich sehe Verbesserung. So, ganz viele Marktplätze und jetzt haben wir die neuen Arbeitsplätze. So, Käse. Käse wird jetzt verkauft. Eine neue Geschichte kann gehört werden. Münzenüberschuss. Und alle sind happy. Cool. Gucken, wie viel Platz wir jetzt haben, weil hier auch eine Schatzkammer hinkam. Sollten jetzt nochmal schauen. Okay, was. Ach so, ja, Freunde. Wir sollten jetzt nochmal schauen, dass wir ein paar Leute upgraden. Die Käser nehmen wir vielleicht mal. Jetzt, wir nehmen die Markthändler. Wen nehmen wir noch? Schneider. Das sind keine random alles, ne? Ich würde die Weber dann einfach nochmal nehmen. Ich kann auch Leute zu Bürgern befördern. Way, wir nehmen mal hier die Upgrades für die Soldaten. Und wir nehmen hier die für die Schwestern. Nehmen wir nochmal die für 100%. Wen will ich hier upgraden? Eisenschmelzer, der ist auch schon mal 95%. Nehmen wir den. Dann nehmen wir unsere 95% Müller. Ja. Und dann so würde ich sagen, war es das mit den Beförderungen. So, Mandate brauchen wir jetzt für die Arbeiterschaft, I guess. Da müssen wir einiges tun, um da hinterher zu kommen wieder. Wir haben jetzt 205 Bevölkerung, wir haben 84% Zufriedenheit. Aber ja, Gottesdienst ist immer noch ein Problem. Waren, Komfortnahrung. Man kennt's. So, hier brauchen wir noch als weitere Ressource auf jeden Fall Käse. Wollen wir hier auch einen Markt? Ich muss hier mal diese Sache auswählen dann. Einen Markt für Käse errichten. I guess so. So. Ihr werdet dann wahrscheinlich direkt Markthändler. Dort. Und. Gut, Holzfäller. Von mir ist auch das. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns hier darum, dass wir den Punkt bei diesem Gutshaus mal erhöhen. So, wir haben einen Wetterhahn. Hier kommt der jetzt hier nirgendwo drauf. So, ich wähle das Ding aus und dann. Ja, gut, das funktioniert. So haben wir hier zwei Dinger oben drauf. Das sieht doch schon mal schön aus soweit. Dann machen wir weiter und ich glaube, klatschen hier mal einen rustikalen Schornstein ran. Oder ach, der kommt auch oben drauf. Okay, das ist. Es gibt auch Schornsteine in diesem Spiel, die nicht oben drauf kommen, sondern halt an die Seite. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Ding. Wo würde ich den dann haben wollen? Hier ist schön in die Mitte. Nee, es sieht doof aus, oder? Schornsteine sind meistens nicht so schön in der Mitte. Ich würde eher sagen, oh Gottes Willen. Ich würde eher sagen, hier sehe ich das. Dann brauchen wir definitiv so einen schicken Wandbrunnen. Frage ist, wo das Ding hinklatscht, ohne hinpasst, ohne dass irgendwie so in die Wand reinstackt.
Oder, ne? Also, ich finde. You know, hier, das ist so ein bisschen das Problem da, was ich sehe. Aber ich glaube, das ist die beste Option, die wir aktuell haben. Wir können natürlich auch hingehen. Und hier nochmal was ranbauen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas habe, was dann noch. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Okay, wir bauen hier den Waldboden hin. Fertig. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir wollen hier noch die Flaggen dran hauen. Ich hätte die gerne hier oben. Kann ich den nur hier unten dran platzieren? Da hätte ich die gerne, genau. Dort. Und dann natürlich auch gerne hier. Weil man hier gefühlt eh nichts sehen wird davon. Will ich. Ja, will ich safe, oder? Dann kann ich hier auch so ein Fenster irgendwo hin. Scheinbar tatsächlich. Naja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich möchte hier dann auch noch die Flaggen gerne dort dran platzieren. Das geht scheinbar nicht. Das ist schade. Wollen wir hier noch so einen Brunnen haben? Na, ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich möchte erstmal hier die Sachen bauen und dann weiterschauen. Oh, das war schön. Das war ein schöner Reim. Behauene Steine sind echt das Problem. Ich habe das Gefühl, ich habe so viele von diesen Steinmetzen hingebaut und das ist immer noch ein Problem. Boah, wir produzieren sau viel Milch. Sehe ich gerade. Also Weizen ist ein Problem und Fische kind of. Ansonsten, Junge, wir produzieren ja von allem ordentlich. Ja, und genau, Kleidung kommt noch. Und Holz, Holz ist ein Problem. Holz ist definitiv ein Problem. Ich hoffe, das wird sich jetzt hier verbessern, aber noch bin ich mir da nicht so sicher. Okay, hier haben wir noch ein Haus. Okay, das ist cool, I guess. Das ist irgendwie jetzt awkward, weil hier wahrscheinlich nichts weiteres mehr hingebaut wird. Und ist ja halt so ein freier Space. Da kann ich wahrscheinlich nicht viel machen. Das ist dann einfach so. Müssen wir dann so hinnehmen. Hier haben wir ein upgradetes Haus. Das ist cool. Und hier baut sich langsam unsere Kirche hin. Unsere Strandkirche. Sozusagen. Ich glaube, das ist noch nicht unser Business. Noch nicht. Hier wollen wir Kleidung verkaufen. Wir sollten uns demnächst auch so um Haushaltswaren und Kerzen kümmern. Weil, ne, Kleidung wird es dann vielleicht ein bisschen eng und so. Und wir haben ja auch eigentlich für beides die Grundvoraussetzung, schätze ich. Und wir haben auch einige Locations, wo wir mal ein paar Leute jetzt hinzufügen können. So, wir gucken mal rein. Sorry. Ich trinke mal was. Wir gucken noch mal rein. Was eben die Punkte angeht. Wachs. Genau, das waren Kerzen und Haushaltswaren. Die haben wir hier. So, wir brauchen Werkzeuge, Bretter. Das ist gerade wahrscheinlich unser größtes Problem. Und Eisen. Eisen ist auch ein bisschen eng. Brauchen wir eine solche Eisenschmelze dafür? Eisenerz haben wir schon ein bisschen was und dann haben wir halt eine starke Werkzeugproduktion. Wie. Achso, Kerzen ist. Schaltet das gleiche frei. Wachs, Eisen und Werkzeug. Also das, im Umkehrschluss brauchen wir hier auch nochmal einiges an Eisen. Wachs verkaufen wir gerade noch nicht, ne? Wo. Ich suche gerade nach dem Icon 6.
6? 6, ne? Kaufen wir das wirklich überhaupt? Ja, tun wir. Alles ab 1. Okay, das können wir halt dann ausschalten und dann schauen, wie es dann aussieht, you know? Es wäre halt... Also wir brauchen das auf jeden Fall früher oder später, ist klar. Und das hier wollen wir auch haben. So, wir haben auf jeden Fall ganz viele neue Bewohner. Wir haben auch hier nochmal eine Challenge. Das kriegen wir hin. Auch wenn ich eigentlich ungern immer so Nahrung raushaue. Aber dafür kriegen wir halt 100 Brot. Das ist auch nicht schlecht. Und 10 Einfluss. Auch das ist nicht schlecht. Wir könnten die Sachen hier freischalten, aber... ist bit unnötig. Wir haben uns ja hier einen Plan gemacht, was wir halt haben wollen, was eher nicht. Wir haben hier abgegradete Häuser. Das sieht doch sehr schön aus. Wir haben auch... Nee, wir haben da nichts abgegradet. Wir haben neue Arbeitsplätze. Hier haben wir einen Schneider. Immer noch die Brauerei rumstehen. Hier können wir Käse verkaufen und hier ebenso. Cool. We like that. Wir haben immer noch einen Arbeitssuchenden. Aber wir haben hier auch noch einige Arbeitsplätze, wenn wir uns diesen Tab anschauen. Wir könnten mal gucken, ob wir gerade eine schwere Mission auch schaffen. Auch wenn wir jetzt gerade aktuell einige Verwundete dabei haben, aber das sollte klappen. Genau. Hier ist echt schon so ein bisschen ein kleines Stadtfeeling. Auch wenn ausgerechnet irgendwie die Häuser im Zentrum sich halt nicht upgraden. Oh, das ist doch cool. Oh, nice. Ja. Wir haben hoffentlich auch bald unsere Steinkirche gebaut. Da warte ich ein bisschen drauf. Aber die behauenen Steine sind so ein Problem. Müssen wir behauene Steine kaufen? Weil da kommen wir jetzt gerade echt überhaupt nicht voran. Sonst müssen wir halt ewig warten, ne? Ich hab ja auch immer 25 verkauft. Das ist auch irgendwie Bullshit, oder? Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt kaufen kann gerade. Ich bin gerade 34. Können wir denn neue Sachen verkaufen? Hat sich denn da irgendwas getan? Kräuter schaut eigentlich gut aus. Wir sammeln einiges, obwohl wir auch gut verkaufen. Golderz. Könnten wir da hinten halt angehen, actually. Sollte ich mir vielleicht mal Gedanken drüber machen. Werkzeuge. Was machen wir eigentlich da gerade? Verkaufen wir die? Oder? Ja, ab 100. Okay, ich glaube, das macht Sinn so. Will ich es gerade auch lassen. Fisch verkaufen wir nicht mehr. Ich erinnere mich, wir... Ja, gewöhnliche Kleidung. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis wir da wieder rankommen. Und ich würde es auch erhöhen, weil wir jetzt ja auch eine größere Bevölkerung haben. Weil ich würde sagen 150. Wir haben ja noch einige Leibeigene und dann... Ich glaube, die holen sich keine Kleidung. Honig. Wird verkauft ab 20, das ist gut. Wachs sagen wir dann erst aktuell mal ab... Nein. 25 wollte ich sagen. Ab 25 verkaufen wir Wachs. Also erst wenn du 25 bist. Ja, die Sachen haben wir noch nicht. Die kommen aber. So, wir haben hier... Ach Gott, das sieht ja schrecklich aus. Okay, hier müssen wir... Oder was heißt müssen wir? Aber hier werden wir auf jeden Fall noch was tun. Wir werden hier davor diesen Brunnen hinbauen. Und dann auch noch ein bisschen irgendwie was mit Hecken oder so, I guess. Ich glaube, ich hätte hier so diese Dinger hinklatschen teilweise. Dann nochmal eine Hecke außen rumziehen. So. Oh, das ist teuer. Okay. Aber wir haben das Geld aktuell.
Wir haben arbeitslose Dorfbewohner aktuell und wie gesagt immer hier noch eigentlich genug Arbeitsplätze. So ist es ja nicht. Dann würde ich hingehen. Wir haben ja auch neue Dekorationen freigeschaltet. Boah, gerade das ist eigentlich sehr schön. Naja, ich werde hier erstmal auf der anderen Seite dann auch so ein Ding hinbauen. So einen schönen Zierbaum. Und dann vielleicht hier. Die Zypressen. Oder? Und dann da nochmal eine Hecke rum. So. Also quasi wie hier diese Area. Da nochmal. Ja, ist das Schild irgendwie ein bisschen doof da. Das ist genau da, wo ich jetzt eigentlich die Hecke hinbauen will. So, wo hier das hier muss leider abgerissen werden. I'm sorry. Und dann jetzt ist das ist schon wieder das Problem, ey. I don't know. Wie krieg Okay, ich glaube, ich habe was rausgefunden. Ich denke, wir nehmen das so. Ja, jetzt ist es doof, weil die jetzt gerade hier noch am Arbeiten sind. Aber so ist es manchmal im Leben, ne? Genau, dann kommen hier die... Oder er findet noch einen Weg raus. Kommen hier noch ein paar Ziersträucher hin. Da wird es hier auch hoffentlich langsam, aber sicher wieder grüner. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Zierbäume. Dann wird das Ganze hier hoffentlich hübsch aussehen. Kommen wir hier noch eine Zypresse hin? I think so. Und dann eben noch ein paar weitere Sträucher, wobei ne, es gerade noch ein bisschen schwierig abzuschätzen ist, gefühlt, wo ich die halt hinhaben möchte. Ja, ich lasse es erstmal so und schaue dann später nochmal weiter. Sind Mandate verfügbar? You know the drill.